Im Anschluss an das Video besteht eine zweiwöchige Aktion über den Store und Charge Shop, bei dem ihr 5,5% auf alle Juice Booster Standardsets bekommt. Hierzu einfach den Rabattcode JB2@DAVE an der Kasse eingeben und damit sparen. Nach diesen 2 Wochen könnt ihr dennoch sparen, indem ihr immer mal wieder beim Store und Charge Shop reinschaut, denn solche Aktionen finden da öfter mal statt. Ansonsten nutzt einfach meinen Standardrabattcode SUPPORTDAVE. Mehr Infos dazu in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Electric Dave News. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Electric Dave. Heute möchte ich euch mal den Juice Phaser von Juice Technology vorstellen. Wofür der gebraucht wird, das erkläre ich euch jetzt. Und zwar, viele Elektroautofahrer insbesondere sind schon auf das Problem gestoßen, dass sie zu Hause nur eine CEE 16 Ampere Drehstromdose haben. Allerdings, der Markt hat viele Elektroautos, die einphasig laden, aber mit 32 Ampere. Ja, der Hyundai Ioniq Electric zum Beispiel, ich habe ihn jetzt gerade hier stehen, an dem werden wir jetzt auch gleich mal das testen. Wenn wir mit dem Hyundai Ioniq zum Beispiel, der einphasig 32 Ampere laden kann, an einer 16 Ampere Drehstromdose laden, dann können wir ja logischerweise nur die eine Phase nutzen. Also nicht die vollen 11, die wir hier rauskriegen könnten, sondern nur 3,6 kW. Das ist natürlich sehr wenig im Vergleich zu den 7,2, wenn wir die 32 Ampere haben, weil das Auto einfach nicht alle 3 Phasen nutzen kann. Dieses Problem ist mir früh schon aufgefallen, als ich meinen Ioniq hatte und habe nach Lösungen gesucht, habe im Internet geforstet, habe auch schon mit einem Elektriker gesprochen, ob man diese Phasen hier einfach zusammenlegen kann. Da sagte er, das wäre nicht so einfach möglich, da bräuchte man ein Gerät dafür. Und jetzt habe ich tatsächlich letztes Jahr auf der Webseite von Juice Technology ein Gerät gefunden, was genau das tut, und zwar die Phasen zusammenlegen. Ja, dachte ich mir, das Ding, das will ich näher sehen, habe sofort die Jungs von Store & Charge aus Bremen, die einen Elektromobilitätszubehör-Shop leiten, gefragt, ob die mir so ein Ding besorgen können und zur Verfügung stellen, um das mal zu testen. Ich möchte mir das mal näher angucken. Haben sie natürlich auch sofort gemacht. Die haben das Ding bei Juice Technology besorgt und haben es mir zugeschickt. Jetzt habe ich es hier installiert und möchte es euch mal zeigen. Ja, wie ich gerade gesagt habe, das Gerät wird an einer 16 Ampere Drehstromdose angeschlossen, nimmt alle 3 Phasen, 16 Ampere, legt die zusammen und generiert nicht 32 Ampere, aber 25 Ampere, und zwar auf eine Phase. Hierzu geht es in den Juice Booster. Wenn ihr Näheres zum Juice Booster sehen wollt, dann klickt das Video in meiner Infobox oben an oder in der Videobeschreibung, denn da habe ich schon mal ein Video gemacht dazu. Ja, der Juice Booster, den könnt ihr dann nutzen und bekommt dann hier geht ihr mit 3 Phasen rein und hier bekommt ihr dann quasi eine Phase mit 25 Ampere. Das ist natürlich mehr als 16 Ampere, und zwar bekommt ihr dann 5,8 kW, die ihr in das Auto laden könnt. Das sind jetzt, bei 32 Ampere wären es 7,2 kW, hier habt ihr die 5,8, das ist schon mal deutlich mehr als 3,6, würde ich sagen. Auf jeden Fall eine super tolle Sache. Und insbesondere, wenn man mal bei uns in Deutschland schaut, wir haben eine Schieflastkonformität. Das heißt, wir dürfen mit 32 Ampere einphasig auch eigentlich gar nicht laden. Denn das würde das Netz ungleichmäßig beanspruchen. Deswegen ist das eigentlich auch untersagt. Wir dürfen nur bis 20 Ampere laden eigentlich. Und mit dem Gerät umgehen wir diese ganze Geschichte natürlich, weil der zieht aus dem Netz alle 3 Phasen schön gleichmäßig. So, allerdings brauchen wir auf jeden Fall den Juice Booster dazu, denn diese beiden Geräte arbeiten zusammen. Das heißt, wenn wir den Juice Booster haben, können wir auch uns das Gerät besorgen. Mit anderen Geräten ist das nicht kompatibel. Ja, dann noch ein paar Eckdaten zu dem Gerät. Das Gerät hat eine Verlustleistung von 1,2%. Das sind 70 Watt, die das Gerät während es arbeitet einfach verbraucht oder verliert. Das sind bei 5,8 kW jetzt nicht besonders viel, wie gesagt, 1,2%. Dieses Gerät einfach beim Umwandeln, beim Phasenzusammenlegen verliert. Wenn das Gerät nicht benutzt wird, dann geht es aus und ist im Standby-Modus komplett stromlos. Denn der Juice Booster, der erkennt, wenn ihr ein Fahrzeug angeschlossen habt, dass er angeschlossen ist, und gibt sofort das Signal an den Juice Phaser weiter, sodass er sich einschaltet und dann auch einsatzbereit ist. Ansonsten geht er nach ein paar Minuten aus und verbraucht gar nichts, macht auch keine Geräusche. Er ist IP65 Staub- und Strahlwasser geschützt.
Das heißt, ihr könnt ihn auch im Außenbereich aufhängen, das ist kein Problem. Das Ding wiegt 29 Kilo, könnt ihr aber an die Wand hängen, da sind vier Halterungen dabei und eine Bohrschablone, das heißt, ihr könnt das Ding überall festmachen. Und sieht auch anständig aus. Natürlich könnt ihr das jederzeit abklemmen und könnt den Juice Booster wieder mitnehmen, wenn ihr irgendwo unterwegs seid. Also ganz einfach Hand zu haben. Ich würde sagen, wir testen das Gerät jetzt einfach mal. Und zwar hierzu stecke ich jetzt den Stecker nicht in meine Vorführdose, die ich einfach nur mal jetzt zur Show installiert habe, sondern in die Dose, wo auch Strom drauf ist. So. Ihr seht, da leuchtet noch nichts, das ist alles stromlos. Wenn wir jetzt aber zum Auto gehen und stecken das rein, dann macht das den Klack und beginnt zu laden. Testen wir jetzt mal. Hier haben wir unseren Hyundai Ioniq stehen. Wir stecken ihn rein. Und wenn man es gehört hat im Video, hat es gerade Klonk gemacht in dem Gerät. Der Juice Booster, ich habe das Kabel ein bisschen straff aufgehängt. Das Auto ein bisschen zu weit weggeparkt, würde ich sagen. Ja, jetzt seht ihr auch hier, ist er auf 25 Ampere gegangen. Und lädt auch schon. Wenn man es auf dem Mikrofon hört, erzeugt ein leises Brummen. Es ist wirklich nicht störend. Ich glaube, aus 3 Meter Entfernung hört man es schon gar nicht mehr. Nur wenn man direkt davor steht, somit auch nichts Störendes. Und auch kein hochfrequentes Fiepsen wie bei den Allego-Ladesäulen, sondern einfach nur ein leichtes Brummen. So, dann gucken wir doch mal, wie schnell er lädt. So, wir sehen jetzt hier, das Fahrzeug ist zu 50% geladen und wir laden mit 5,5 kW aktuell. Das ist jetzt halt, weiß nicht, wo die Verluste gerade noch sind. Aber, ja, irgendwas verbraucht das Fahrzeug noch im Hintergrund. So, wir sehen, das Fahrzeug ist 50%, wie ich gerade gesagt habe. Und wir brauchen 4 Stunden in etwa, bis er voll ist. Und er hat auch bis jetzt schon 4 Stunden geladen. Das heißt, wir kriegen das Fahrzeug hier in 8 Stunden voll. 8 Stunden ist natürlich jetzt schon mal eine deutliche Verbesserung. Wenn wir das Ding über 32 Ampere einphasig laden, dann braucht er in etwa 5,5 bis 6 Stunden zum Aufladen, also von 0 bis 100. Und wenn wir über Schokosteckdose mit dem Originaladapter, also den gedrosselten 10, 12 Ampere sind das nur, laden, dann brauchen wir 16 Stunden. Und wenn wir über die vollen 3,6, also einphasig, 16 Ampere wirklich ziehen, dann braucht das Fahrzeug in etwa 12 Stunden. So. Ich würde sagen, wir testen das jetzt mal ohne den Juice Phaser, sondern nur mit dem Juice Booster. Dann sehen wir, wie lange er da wirklich brauchen würde. Okay. So, ich ziehe ihn jetzt einfach raus. Dann bleibt der Juice Booster noch so, ich sage jetzt mal, eine halbe Minute an, in etwa. Und dann schaltet sich auch der Juice Phaser einfach automatisch ab. Noch hört man ihn brummen, der müsste dann gleich ausgehen. So, jetzt ist er ausgegangen, nach genau 30 Sekunden in etwa, und automatisch geht auch der Juice Booster mit aus. Super, alles stromlos, das heißt, wir können jetzt hier mal diese Schnellkupplung abklemmen, nehmen uns den Strom hier und haben wir hier diese schönen Adapter, habe ich alles in dem Juice Booster Video schon gezeigt, und wo ist er? Da. Jetzt geben wir dem Juice Booster einfach direkt die 16 Ampere. Der könnte jetzt mit 11 kW laden. Der Ioniq kann es nicht. Deswegen nimmt er nur eine Phase. Und das testen wir jetzt mal. Zack. Ja, hier laden wir jetzt auch nicht mit 3,6 kW, sondern mit 3,3 nur. Und wir brauchen 6,5 Stunden. Somit kommt es hier in etwa hin, dass wir ja 12, sogar eigentlich 13 Stunden brauchen, um den über eine Drehstromdose aufzuladen, einphasig. Weil hier nutzt er wirklich mehr, als er mit dem Original-Ladekabel verwenden würde. Da bräuchte er noch mal länger. Okay. Der Vollständigkeit halber würde ich jetzt sagen, testen wir das nochmal bei Schoko, um einfach einen Vergleich zu bekommen. Wir schließen den Juice Booster an der Schoko-Stecker. Adapter-Ding da an und wir stecken den in die Steckdose. Ich habe hier neben eine Schokosteckdose, die reicht gerade so. Wir sehen, hier haben wir nun die Möglichkeit,
Der Juice Booster geht ja nur auf 13 Ampere oder auf 10 oder 8 oder 6. Aber maximal 13. Hier können wir keine 16 nutzen, weil Schokosteckdosen halt meistens nicht so gut ausgebaut sind, nicht so gut verkabelt sind etc. So, jetzt kann man sehen, dass hier nur mit 2,7 kW geladen wird. Klar, es ist nur minimal weniger. Allerdings sehen wir hier 8 Stunden 20, das ist natürlich schon mal ein Unterschied. Das heißt, hier bräuchten wir schon fast 17 Stunden, also 16 Stunden und 40 Minuten, um das Fahrzeug aufzuladen. Ja, somit seht ihr, dass wir durch den Juice Phaser schon einen deutlichen Geschwindigkeitszuwachs haben und wesentlich weniger Ladezeit brauchen. Wenn jemand zu Hause 32 Ampere Dose hat und lädt einphasig, das muss er mit seinem Gewissen oder mit seinem Stromanbieter vereinbaren können. Wir haben hier die Möglichkeit, wir können den Juice Phaser nutzen und brauchen dazu aber den Juice Booster. Wie gesagt, wenn ihr das Gerät interessant findet und es wäre was für euch, natürlich hat es auch seinen Preis. Den Preis könnt ihr unten in der Videobeschreibung entnehmen, da verlinke ich euch den Shop Store & Charge. Da könnt ihr das Gerät erwerben oder auch Fragen dazu stellen, wenn ihr die Jungs ansprecht, die sind super kompetent, die haben da echt Ahnung von und da könnt ihr das Gerät erwerben, wenn ihr wollt. Und somit wäre ich auch durch mit dem Video. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst, damit ihr die Mitteilung bekommt. Das ist ganz wichtig. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Euer Electric Dave. Ciao. Wenn wir zu Hause jetzt zum Beispiel nur diese eine Steckdose haben, kommt der Juice. Kommt der Juice Phaser ins Spiel. Der Juice Phaser hat auch einen 16 Ampere. Geil. Schöner Outtake, oder? Ja, der ist super. Okay. Da kommt der Juice Phaser ins Spiel. Im Anschluss an das Video besteht eine zweiwöchige Aktion beim Store & Charge Shop. Nein. Im Anschluss an das Video besteht eine zweiwöchige Aktion über den Store & Charge Shop. Im Anschluss an das Video besteht eine zweiwöchige Aktion über den Store & Charge Shop. Store & Charge. Im Anschluss an das Video besteht eine zweiwöchige Aktion über den Store & Charge Shop. Wer denkt sich so einen Namen aus? Store & Charge Shop. Bin ich eine Eisenbahn oder was? Im Anschluss an das Video besteht eine zweiwöchige Aktion über den Store & Charge Shop. Ich hab's richtig gesagt, aber ich hab vergessen weiterzumachen.